Thank you.
Evangelium nach Markus. In jener Zeit ging ein Schriftgelehrter zu Jesus hin und fragte ihn: Herr, welches Gebot ist das erste von allen? Jesus antwortete: Das erste ist: Höre Israel, der Herr, unser Gott, er ist der einzige Herr. Darum sollst du den Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen und ganzer Seele, mit all deinen Gedanken und all deiner Kraft. Als zweites kommt hinzu: Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Kein anderes Gebot ist größer als diese beiden. Da sagte der Schriftgelehrte zu ihm: Sehr gut, Meister, ganz richtig hast du gesagt, er allein ist der Herr und es gibt keinen anderen außer ihm. Und ihn mit ganzem Herzen, ganzem Verstand und ganzer Kraft zu lieben und die Nächsten zu lieben wie dich selbst, ist weit mehr als alle Brandopfer und alle anderen Opfer. Jesus sah, dass er mit Verständnis geantwortet hatte und sagte zu ihm: Du bist nicht fern vom Reich Gottes. Und keiner mehr wagte es, Jesus eine Frage zu stellen. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Jesus. Das Lob deiner Herrlichkeit.
dieser Quelle aller Heiligkeit. Darum bitten wir dich, sende deinen Geist an diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Denn am Abend, an dem er ausgeliefert wurde und sich als freien Willen dem Leiden unterwarf, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes und bringen dir so das Brot des Lebens und den Kelch des Heiles dar. Wir danken dir, dass du uns berufen hast, vor dir zu stehen und dir zu dienen. Wir bitten dich, schenke uns Anteil an Christi Leib und Blut und lass uns ganz werden durch den Heiligen Geist. Gedenke deiner Kirche auf der ganzen Erde und vollende dein Volk in der Liebe. Vereins mit unserem Papst Franziskus, unserem Bischof Reinhard und allen Bischöfen, unseren Priestern, Diakonen und mit allen, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind. Gedenke unserer Brüder und Schwestern, die entschlafen sind in der Hoffnung, dass sie auch. Nimm sie und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in dein Reich auf, wo sie dich schauen von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarme dich über uns alle, damit uns das ewige Leben zuteil wird, in der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau Gottes Mutter Maria, deren Bräutigam und dem heiligen Josef, mit deinen Aposteln und mit allen, die bei dir Gnade gefunden haben von Anbeginn der Welt, dass wir dich loben und preisen durch deinen Sohn Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Lasst uns beten, wie der Herr uns zu beten gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, Herr allmächtiger Vater, von allen Bösen und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zur Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers, Jesus Christus, erwarten. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Heiligkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr hat zu seinen Aposteln gesagt: Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Deshalb bitten wir, Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei alle Zeit mit euch. Und mit deinem Geist.
Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünden der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Ich rufe dich an, denn du, o Gott, erhörst mich. Wende deine Ohren mir zu, vernimm mein lautes Wort. Das Reich Gottes ist uns nahe, haben wir heute wieder gehört, und das Wort Gott ist uns nahe, und wir dürfen es immer wieder neu spüren im Segen, dass er an unserer Seite ist. So
vor Blitz, Hagel und Ungewitter. Deine Barmherzigkeit, Herr, walte über uns. Herr, erhöre mein Gebet. Der Herr sei mit euch. Lass uns beten. Herr, unser Gott, allmächtiger Vater, alles ist deiner Macht unterworfen. Du herrschst im Himmel und auf der Erde. Alle Kräfte der Schöpfung müssen dir dienen. Mit demütigem Herzen bitten wir dich um deine Erbarmung. Gieße deinen Segen aus über die Früchte der Erde, über Felder und Häuser und über alle Städte unserer Arbeit. Wende ab von uns alles Unheil und lass uns deiner gütigen Vorsehung mit gläubigem Herzen vertrauen. Was deine Güte uns gewährt, das lass uns in Dankbarkeit genießen. Gib uns und allen Menschen in der Welt das tägliche Brot, auf das sie dich in Spender alles Guten preisen, durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Name des Herrn sei gepriesen. Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn. Und der Segen des allmächtigen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes komme herab auf euch und unsere Kinder, auf die Früchte der Erde, auf Wälder und Wiesen, auf Äcker und Vieh, auf unsere Pfarrei Hettig und auf unser ganzes Bayernland und bleibe bei euch alle Zeit. Amen. Geht hin.